Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz in Mainz. Hier wird Minister Volker Wissing bei seiner Arbeit durch die Staatssekretäre Andi Becht und Daniela Schmidt unterstützt. Wie die Politik die Rolle des Handwerks für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz einschätzt, welche Herausforderungen gemeinsam mit den Betrieben und Handwerkskammern gemeistert werden müssen und wie sich die Politik einbringen kann, um das Handwerk zu stärken, waren Themen im Gespräch mit Daniela Schmidt. Dabei kann die Politikerin aus Alzey auf umfangreiche Erfahrungen aus Terminen in Betrieben und Zentren der Handwerkskammern zurückgreifen. Die Staatssekretärin steht in engem Kontakt mit dem Handwerk und informiert sich gern und häufig aus erster Hand vor Ort. Das Handwerk ist eine ganz wichtige Säule unseres Mittelstandes in Rheinland-Pfalz. Wir sind in Rheinland-Pfalz sehr mittelständig eben geprägt und die Handwerksbetriebe sind ein ganz elementarer Faktor. Wir haben rund 50.000 Betriebe, unterschiedlichste Branchen, viele Unternehmen, die in der Nachkriegszeit gegründet wurden und jetzt auch zur Unternehmensnachfolge anstehen, aber natürlich auch viele jüngere Handwerksbetriebe, die die letzten Jahre auch neu gegründet wurden. Die Faszination des Handwerks gehe von den Menschen und ihren Leistungen aus und Daniela Schmidt lobt insbesondere das familiäre Verhältnis in den Unternehmen. Es ist mir ganz wichtig, viel in Handwerksbetrieben unterwegs zu sein, in den Dialog zu treten, mit den Unternehmern auch wirklich nochmal sich zu unterhalten, zu schauen, wo sind die Herausforderungen, wo brennt es unter den Nägeln. Denn für mich ist das, was ich dort in den Betrieben höre, auch letztendlich ein Kompass meines politischen Wirkens, meines Wirkens hier im Wirtschaftsministerium. Denn es nutzt nichts, wenn wir hier in Mainz Politik machen, die dann letztendlich am Alltag des Handwerks vorbeigeht, sondern wir brauchen konkrete Lösungsansätze, genau das maßgeschneidert, was das Handwerk auch braucht. Und von daher bin ich viel in den Betrieben unterwegs und gehe sehr gerne in das Gespräch, schaue mir auch die Abläufe an, um einfach immer wieder Input für meine Arbeit zu bekommen. Ein wichtiges Thema der Wirtschaft ist die Fachkräftesicherung, auch im Handwerk. Kammern, Betriebe und das Wirtschaftsministerium arbeiten dabei Hand in Hand und haben zahlreiche Initiativen gestartet und Wege erschlossen, Handwerk interessant und attraktiv für Jugendliche zu machen. Dazu zählen auch Feriencamps, in denen Schülerinnen und Schüler selbst zu Werkzeug und Material greifen können. Neben dem Spaß am Gestalten und Arbeiten entstehen Objekte, die bei den Jugendlichen einen hohen Stellenwert genießen. Selbst hergestellt sind beispielsweise diese Longboards sicherlich nicht nur als Fortbewegungsmittel gefragt, sondern stehen auch für eigene Fertigkeiten und positive Erfahrungen mit dem Handwerk. Ich bin mit dem Eindruck zurückgekommen, dass die jungen Leute mit ganz viel Begeisterung und ganz unvoreingenommen an das Projekt gegangen sind. Wir haben uns heute Morgen den Bau von Longboards angeschaut. Das waren Jugendliche zwischen 12 und 18, die zum Teil bisher wenig Berührungspunkte mit dem Handwerk hatten und dann dahin kamen und eine Scheibe Holz vorgefunden haben, ein paar Schrauben, ein paar Rolle. Und dann mit ganz, ganz viel Begeisterung und Leidenschaft dann auch zugehört haben und zwei hervorragende Fachkräfte dann auch die Anleitung so ein bisschen gegeben haben und die jungen Leute ganz fasziniert dann auch selbst die Dinge auch begonnen haben. Und das hat mir gefallen, wo ich einfach denke, Kinder sind einfach bei vielen Themen noch so unvoreingenommen. Und genau diese Chance wollen wir nutzen, den jungen Menschen spielerisch mal aufzuzeigen, welche Wege es im Handwerk geben kann. Manchmal auch Themen, wo man im ersten Moment gar nicht mit dem jeweiligen Gewerk in Verbindung bringt und dann eben auch die Vielfalt dann erleben kann. Zur Steigerung der Attraktivität des Handwerks zählt für die Politikerin auch, die Digitalisierung voranzutreiben. Daniela Schmidt nennt zwei Aspekte, die sich mit digitalen Prozessen in der Wirtschaft unmittelbar verbinden. Moderne Vertriebs- und Fertigungsverfahren bedeuten auch mehr Interesse der Jugendlichen.
Mit dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk unter dem Dach der Handwerkskammer Koblenz ist das Handwerk grundsätzlich gut aufgestellt. Landespolitik und Kammern wollen darauf aufbauen und die Digitalisierung verstärkt im Handwerk etablieren. Die Digitalisierung beherrscht im Moment ja wirklich alle Themenfelder unseres Alltags und manchmal gibt es auch Berufe, wo man im Moment noch gar nicht so im ersten Schritt dran denkt. Aber die Digitalisierung wird auch alle Bereiche wirklich beherrschen. Von daher müssen wir uns aufstellen, auch hier in einem Schulterschluss mit allen Akteuren. Uns ist es wichtig, im politischen Handeln die Handwerksbetriebe zu unterstützen. Wir haben hier viel kleine Betriebe, die auch wirklich vielleicht auch im Dialog auch erstmal herausarbeiten möchten, wo auch die Herausforderungen sind, wo aber auch die Chancen liegen. Mir ist es ganz wichtig, das Thema der Digitalisierung auch chancenorientiert zu betrachten. Aber das Verbraucherverhalten, das Konsumentenverhalten, das ändert sich. Deswegen ist es wichtig, dass die Betriebe sich auch darauf einstellen. Auch die entsprechenden Geschäftspartner verändern sich. Auch dort werden Wege immer digitaler. Und deswegen, glaube ich, müssen wir hier unterstützen. Wir sind in den Kammern insgesamt schon gut aufgestellt. Wir haben ja in Koblenz das Zentrum der Digitalisierung, wo wir einfach hier nochmal einen tollen Unterstützungsansatz für ganz Rheinland-Pfalz haben. Wir haben uns jetzt aber auch entschieden, dass wir gemeinsam mit den Kammern Digitalisierungsberater einsetzen werden, die dann auch nochmal in die Betriebe vor Ort gehen können, auch im Dialog mit den Handwerkerinnen und Handwerkern nochmal schauen, was ist zu tun, wo sind die Chancen, wo sind aber auch die Herausforderungen und wie kann man es gemeinsam angehen. Und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Des Weiteren sehe ich aber auch eine große Chance in der Digitalisierung, auch die Attraktivität der Handwerksbetriebe nochmal zu steigern. Ich glaube, dass wir es schaffen, auch darüber hinaus junge Menschen anzusprechen, die sich eher für technische Dinge, auch technologische Instrumente interessieren und darüber dann eben die Berührung zum klassischen, zum traditionellen Handwerk bekommen. Ich möchte beispielhaft vielleicht das Tischlerhandwerk nennen oder im Schreinereibereich, wo wir wirklich maßgeschneiderte Möbelherstellung mittlerweile erleben können, wo man digital am Computer den Tisch entwerfen kann, konzipieren kann, ganz nach dem Wunsch des Kunden und dann er aber auch mit viel handwerklicher Kunst auch hergestellt wird oder eben auch der Feinschliff handwerklich erfolgt. Das ist für mich toll, wie hier eben ja, Handwerk und Digitales zusammenwirkt. Ein weiterer wichtiger Gestaltungsraum für die Zusammenarbeit von Handwerk und Politik ist die Unterstützung von Aus- und Weiterbildungsangeboten. Daniela Schmidt nennt dabei insbesondere die Entwicklung des Meisterbonus 1 und 2. Wir haben von Anfang an gesagt, die akademische Fortbildung muss genauso wie die berufliche Weiterbildung gleichwertig gestaltet werden. Wir wollen hier keine erste und zweite Wahl, sondern wir wollen die Gleichwertigkeit. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen die berufliche Aus- und Fortbildung deutlich stärken. Deswegen haben wir uns von Anfang an für die Einführung des Meisterbonus eingesetzt. Wir haben den im Koalitionsvertrag verankert und haben dann auch in den Haushaltsverhandlungen für den Doppelhaushalt 2017 und 2018 die Mittel auch darin festgelegt. Und es ist uns einfach ein wichtiges Signal, auch den monetären Anreiz zu senden, dass junge Leute sehen, die Fortbildung, die Meisterqualifikation wird belohnt. Und wir haben den Meisterbonus ja in zwei Stufen auch aufgeteilt. Meisterbonus 1, das sind 1.000 Euro für den erfolgreichen Meisterabschluss. Und der Meisterbonus 2 nochmal mit 2.500 Euro, wenn man sich innerhalb von 10 Jahren dann selbstständig macht oder eben auch einen Betrieb übernimmt, in die Nachfolge einsteigt. Und das ist uns ein wichtiges Signal. Und Politik ist immer dann eben auch ja, lebendig, wenn man die entsprechenden Gelder auch hinterlegt. Und deswegen sind wir stolz drauf, dass wir mit dieser Maßnahme dem Handwerk auch nochmal ganz klar eine Unterstützung für die Zukunft auch geben. Bei all dem spielt natürlich auch eine gute Zusammenarbeit zwischen der Politik und den Handwerkskammern eine wichtige Rolle. Aus Sicht der Staatssekretärin erfolgreich und harmonisch. Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen.
sehr stark im Dialog. Mir ist es immer wichtig, auch da das politische Wirken, das politische Arbeiten auch immer wieder auch eng rückzukoppeln, auch mit den Kammern abzustimmen. Denn auch hier ist es wichtig, dass wir eine gute Politik machen, die dann den Handwerksbetrieben letztendlich zugutekommt. Und von daher wünsche ich mir, dass wir so dialogorientiert das auch fortsetzen, regelmäßigen Austausch, konstruktiv, sind auch offen für Dinge, die auch mal kritisch geäußert werden, aber wie gesagt, mit viel konstruktivem Ansatz. Und das hat sich in den ersten Jahr sehr, sehr gut bewährt und darauf setzen wir, das so fortzusetzen. Bleibt zu guter Letzt die Frage nach den ganz persönlichen Dingen, die Schmidt mit dem Handwerk verbindet. Wie wichtig sind handwerkliche Leistungen und Produkte für Sie? Was schätzt Sie besonders am Handwerk? Ich glaube, wenn man sich so den Alltag vor Augen führt, dann geht es ja morgens schon los mit dem ersten Brötchen, was man isst, bis hin zur Frisur. Also das zeigt, wie das Handwerk wirklich alltäglich präsent ist, sei es eben durch die Lebensmittel, aber auch durch das Fahrzeug, durch die Einrichtung zu Hause, aber auch die Elektrotechnik in der Immobilie zu Hause. Also das zeigt, wie das Handwerk den Alltag in der Tat prägt. Von daher sind es viele Dinge, die mich immer wieder faszinieren und auch zeigen, wie das alltägliche Leben manchmal auch einfach erleichtert. Sympathische Ansichten einer sympathischen Politikerin, die das Handwerk als Wirtschaftsexpertin schätzt, wie auch als Mensch, der aus seiner positiven Sichtweise auf das Handwerk und die Menschen dahinter kein Geheimnis macht.